Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe mich hier nach Hause begeben. Ich habe Scheiß bekommen bei meinen Airdrops. Alter Schwede, ich habe eine Sichel bekommen und eine Mehrzweckaxt. Ja, und Kleidung. Es war scheiße. Sagen wir es so, es war scheiße. So, was? Ich will Gegenstände kaputt machen. So. So, Schwarzpulvergewehr habe ich aus unserer Truhe mitgenommen, weil den können wir jetzt auch tragen. Nehmen wir die Munition definitiv nochmal mit. Das kann hier alles weg. Das kann auch weg. Und das ebenso. Ja. So, sehr schön. Wieso hat das ein Gewicht? Wozu trage ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Naja, also viel haben wir auf jeden Fall nicht bekommen. Leider. Ich habe jetzt noch ein paar Pflanzen eingepflanzt, weil ich es kann. Wir sind jetzt alle hier hinten. Die können wir dann ab und zu mal abholen. Ist noch nichts gewachsen, ne? Ich habe jetzt eine YouTube-Folge von irgendjemandem geguckt. Ah, guck mal, die Tatopflanzen sind nachgewachsen bereits. Ja, hier, der hintere Mais auch. Aber ich nehme es erst alles mit, weil alles zusammengewachsen ist. Ja, jedenfalls heute der Plan, Waffen reparieren. Schrotflinte pimpen. Und hoffen, dass sie dann irgendwie fetzt. Ich weiß, die Geschwindigkeit der Schrotflinte ist sehr, sehr schlecht. Aber ich weiß, damals hatte ich schon Probleme mit so einer Schrotflinte. Aber die macht halt ordentlich Schaden. Und ich weiß nicht. Ich bin halt, ich bin so ein Schaden-Junkie. Schaden geht bei mir irgendwie über alles, keine Ahnung. Auch wenn ich Probleme dadurch habe. Ich weiß, das ist dumm. Ich weiß ja, dass es dumm ist. Aber ich kann nicht anders. Es ist einfach meine Natur, Scheiße zu bauen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich gerne auf Reichweite gehen. Wir haben hier mehrere Dinge, die auf Reichweite gehen. Wir haben hier zum Beispiel den Standard. Wir haben überlegene Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte. Favorit. Ja, ich glaube. Überlegene Reichweite, verbesserte Rückstoßdämpfung. Ist auch nicht schlecht, ne? Präzision 22. Und das oben hatte, was hatte das? 33. Ja, komm. Gehen wir durch. So, was haben wir hier? Hier können wir noch ein bisschen die Präzision verbessern. Und ein Punktvisier brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Ach, was soll's. Auch wenn es eher unnötig ist. Und eine gezackte Mündungsbremse, die meine Reichweite verringert. Brauchen wir nicht. Ja gut, das ist also unsere neue Schrotflinte. Das heißt, unsere alte werden wir jetzt vernichten. Einfach nur, damit ich nicht auf die Idee komme, sie zu verwenden. Huch, was haben wir? Ach ja, die habe ich auch bekommen. Toll, ne? Jetzt habe ich eine Pumpgun-Stufe 5 am Start. Tschüss, Kampfflinte, du warst mal gut. Ja. Das sind also meine derzeitigen Waffen. Gehen wir und rüsten uns mit Munition voll. Und dann geht's weiter. Bis wir einen Schalldämpfer für unsere neue Lieblingswaffe bekommen. Der dauert wohl noch ein bisschen. So, Munition. Wir lassen zurück. Die 38er. Nicht mehr für die Fusionskerne dabei. Und Schrotpatronen habe ich auch nicht mehr. Habe ich noch irgendwas? Fusionskern? Dann nehmen wir hier die zwei mit. Und dann passt das schon. Dann muss ich halt bald mal welche Farmen gehen. Oh oh. Oh oh oh. Nein, das habe ich jetzt nicht getan, oder? Wo ist meine 10 mm hin? Ich hatte eine 10 mm ab Stufe 30. Ich habe sie vernichtet. Aber ich habe sie doch nicht vernichtet, oder? Ich wollte sie nutzen. Oh Gott, das ist jetzt blöd. Wann habe ich die denn auseinandergebaut? Egal. Ich meine, so heftig war sie nicht, aber sie war halt hochlevelig, ne? Also, kann ich eine herstellen, die in einem hohen Level ist? Nö.
Stufe 1, 25, 15, 20. Er ist nicht der Shit, ne? Wollen wir dazu sagen. Hey, ich bin doch rausgegangen. Okay, tschüss, Junge. So, okay, wir müssen kurz was essen. Nicht die Drüse. Erstmal das aufbereitete Wasser. So, gekochtes Weichschalen, irgendwas. Knusprige, hast du nicht gesehen? Ja, weißt du was, komm, die essen wir auch. Ist ja alles. Ich habe Maissuppe hergestellt. AP-Regeneration, nice. Und Wasser gibt es auch. Ich glaube, wir werden auch des Öfteren, vielleicht werde ich noch ein bisschen mehr Mais einsammeln, anpflanzen. Weil Maissuppe ist echt, echt gut. Also richtig gut. Vielleicht brauche ich dann auch nichts mehr zu essen zu machen, ne? Komm. Mais hatten wir, glaube ich, noch eine ganze Menge in unserer Truhe. Uah. 8 Stück können wir noch pflanzen. Ja, pflanzen wir 8 Stück hier hin. So eine Maissuppe. Da sage ich nicht nein. Die ist echt gut. Haben wir erstmal keine Nahrungsprobleme mehr. Komm, hier muss wohl irgendwo noch ein Mais hinpassen. Da. Da, 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 da. So, perfekt. Ich hab noch Mais am Start. Ach du Scheiße. Na gut. Dann wollen wir mal gucken, ob wir es reißen werden. Ich habe die Feuerwehrstation nicht gefunden. Ich weiß nicht warum. Hier ist aber auf jeden Fall Charleston, ne? Mir wurde gesagt, sie ist in meiner Nähe. Und ich weiß, dass ich schon mal in einer war. Kann sein, dass es das hier ist. Das hier. Ja gut. Am Wasser kommt am ehesten hin, ne? Aber wir müssen sowieso hier hin. Von daher. Passt. Okay. Wir müssen jetzt versuchen, so lange zu überleben, bis wir einen Schalldämpfer haben für unsere Lieblingswaffe. Doch. Hätte Munition herstellen können. Aber ich weiß, wir werden einfach mit unserer OP-Waffe durch die Gegend laufen und dafür einfach Munition herstellen. Ich denke, das ist gut. Ich habe ja eh Blei gekauft. Von daher passt das schon. Weil damit zecken wir alles weg, ne? Wenn sie uns nicht sehen. Und sobald sie uns sehen, holen wir halt unsere fetten Wummen raus. Mal gucken. Ey, ich meine, rein theoretisch würde jetzt reichen, wenn ich eine Nahkampfwaffe in die Hand nehme, ne? Okay, wie ich sehe, haben sie es bis in die Stadt geschafft. Sie sollten noch was erfahren, falls es nicht schon unangenehm offensichtlich ist. Charleston wurde auf schlimme Weise überflutet. Als David herausfand, dass sie Rosalind getötet hatten, manipulierte er die Mini-Atombomben, die wir von der stählernen Bruderschaft gestohlen hatten, um den Damm in die Luft zu sprengen. Fast die ganze Stadt wurde von der Landkarte gefegt. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, stand das Capitol Building noch. Wenn es irgendwo Aufzeichnungen darüber gibt, dann... Hoffen wir, dass sie nicht die halbe Stadt umgraben müssen, um zu finden, wonach sie suchen. Oh, was zum... Einfach hinter mir. Kleine perverse Sau. Gib mir deine Munition. Ich glaube, Jagdgewehre brauchen wir auch nicht mehr einsammeln. Haben wir jetzt so viele verbraten für. So, hier war doch unser Lieblings-Nelly-Gast, oder? An dem wir uns eigentlich noch rächen müssen. Hier war. Ah, hier hätte. Oh, okay. Ich glaube, hier war in der Nähe die Feuerwehrstation. Kann mich erinnern. Die Rache wird dich hart treffen, mein Freund. Erinnerst du dich noch, als ich Angst vor dir hatte? Erinnerst du dich noch, als ich dich getroffen habe? Ernsthaft? So, Mr. Snelly Gas. Das ist kacke, ne? Ja, ich würde mich auch im Grabe umdrehen. So, okay, wo müssen wir jetzt hin? Hier war ja diese Feuerwehrtypen waren hier, ne? Die Fraktion. Ich glaube schon. Ja, ich erinnere mich. Mit den Kontrollpunkten. Aber wir müssen jetzt hier rein.
Und wir werden gleich mal Richtung Bleihütte laufen und einfach mal uns das Ganze mal angucken. Ich werde es jetzt noch nicht machen, weil das die letzte Folge ist, die ich heute mache. Morgen nehme ich erst ganz doll auf und dann werden wir morgen, also ja doch morgen, morgen werden wir das Ding einnehmen. Für euch ist das ja morgen, für mich ist das noch heute. Alles kompliziert. Okay, hier wird scharf geschossen. Hallo. Wie hältst du denn deine Waffe? Voll der Gangster, auf sich selbst gerichtet. Ja, so sollten Gangster auf jeden Fall ihre Waffe halten. Wieso schickt die mich hierher? Das ist der Babykram hier, ey. Ich bin einsam. Ich bin halb tot. Ich könnte ein bisschen Life-Leech gebrauchen. Das wäre cool. So ein Vampir. Bitte nicht töten. Meister als. Eigentlich kann ich mir auch einen Red Away für Dint reinziehen, ne? Guck mal, hier kann ich kochen. Brauchst zwar jetzt nicht, weil ich schon zu Hause gekocht habe. Rußblumenaufguss. Oh, Klemmbretter. Muss jetzt darauf achten, die Dinge auch mal aufzusammeln. Die habe ich früher nie aufgesammelt. Weil ich weiß nicht, wo ich meine Federung herbekommen habe. Aber vielleicht habe ich sie einfach damals nicht gebraucht. Ich weiß es nicht. Muss mich auf jeden Fall daran gewöhnen, sie einzusammeln. Vernehmung einer Unbekannten. Einziges Raider-Mitglied in Verwahrung nach einem tödlichen Angriff. Um etwa 22.30 Uhr heute Abend, am 24. Dezember 2082. Hey, ihr habt vielleicht Nerven. Und das auch noch am Weihnachtsabend. Ich frage noch einmal, wie ist dein Name? Fick dich! Das ist F wie Frank, I wie... Wenn es nur so geht, dann muss es eben sein. Jetzt reiß dich zusammen, sonst schlägt er dich nochmal. Oh, du hältst das wohl alles für einen Witz, was? Du hast da draußen haufenweise Leute umgebracht und jetzt wirst du dafür gerade stehen. David wird mich retten und wenn er hier ist, wird er mächtig sauer sein. Falls nötig, wird er euch alle töten. Also werdet ihr Folgendes tun. Ihr lasst mich aus dieser Zelle herausspazieren. Und dann gebt ihr mir einen großen Beutel mit nützlichen Sachen, den ich nach Hause mitnehme, zu meinem David. Vielleicht vergessen wir dann, was passiert ist. David, was? Wir haben hier also David Thorpes Freund. Du weißt schon, dass das der Typ ist, der zwei selbstlose und mutige Responder getötet hat, die damals zu eurem Ressort gegangen sind, um euch Hilfe anzubieten. Na also, meine Herren. Ich glaube, ich weiß, wie wir unseren meistgesuchten Gesetzlosen aus seinem Versteck locken können. Das würdest du nicht! Das wirst du nicht! Er wird dich töten! Er wird euch alle töten! Sperrt sie ein. Wir überlegen uns morgen, wie wir eine Nachricht ans Ressort schicken. Da fragt man sich doch, wer die Bösen sind bei der Lache, wa? Okay, hier geht's raus. Ich finde es halt verwirrend, dass die Sprachdinger hier, die Holobänder, zu den Effekten zählen. Also, ich würde es gerne lauter machen, aber... Ihr seht, es geht nicht. Ah, so, Auflistung. Aha, circa Heiligabend. Nö, ach, nichts Interessantes. Obwohl, komm. Beschreibung, circa 22.30 Uhr, Heiligabend.
Tatverdächtiger wurde gefasst, nachdem eine Raiderbande einen Angriff auf die südöstliche Stadtgrenze unternahm. Ein tödlicher, aber kurzer und entscheidender Kampf entbrannte. 7 Responder tot, 24 weitere Responder und Zivilisten verletzt, einige im kritischen Zustand. Raider-Opfer 8 unidentifizierte Personen. Die meisten Verdächtigen sind zu Fuß geflohen. Responder haben aufgrund schwerer erlittener Verluste keine Verfolgung aufgenommen. Resultat: Jane Doe ist die einzige Raider-Überlebende des Vorfalls, die geschnappt wurde. Sie ist in kritischem Zustand, befindet sich unten in einer Zelle und wird intensiv verhört. Identität unbekannt, doch Aussagen deuten auf eine persönliche Verbindung zum Raider-Anführer hin. Das haben wir doch gerade angehört. Finde Rosalines Hauptschlüssel-Holoband. Ungern, aber ich wollte sie reinlegen. Ich brauche kein Programm, um die Schlüsselteile zu dechiffrieren. Ich bin ein verdammter Roboter. Ich wollte sie einfach aus dem Weg haben, um bei der Beute zuerst zugreifen zu können. Wenigstens bin ich ehrlich, oder? Die Sache ist, dass ich es nicht durchziehen konnte. Entweder bin ich durch sie zu einer besseren Person geworden, oder irgendein Überbleibsel von Miss Nanny wurde aktiviert und ich empfinde plötzlich was für andere Leute. Das ist alles nutzloser Vorkriegsmüll. Bedienen Sie sich nach Herzenslust. Es könnte dort gute Beute geben, aber dieser Schrotthaufen wird ohne Abholschein nichts davon rausrücken. Viel Glück bei der Suche. Ich konnte es nicht mal aus ihm rausschütteln. Und glauben Sie mir, ich hab's versucht. Es gehört alles Ihnen, wenn Sie eine Idee haben. Also, das wär's. Ja, das wär's, hoffentlich. Ich wollte gerade sagen, also hat sie da jemanden angetroffen, der sie töten wollte, und so hat sie sich gedacht, den schicke ich mal den anderen dahin. So muss es gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, Holoband, das habe ich doch gerade bestimmt gehört. Das ist bestimmt genau das Holoband, was ich brauchte. Auch 9 Energy. Bevor ich es vergesse, dieses Verbindungsgerät oder wonach auch immer Sie suchen, ist ebenfalls im Versteck. Hurra, Sie haben es. Super. Und vergessen Sie mich nicht nur, weil Sie haben, was Sie wollen. Ich werde Sie finden. Ich kann auch zu ihr kommen. So, next stop wäre... Ja... Ah, ich habe so viel Schaden kassiert, weil ich keine Rüstung anhabe. Vergiss das. Okay, lass uns mal hier hingehen. Ah, ich wollte weiter hochgehen und das erkunden, ne? Ah, jetzt ist es zu spät. Egal. Wir haben ja morgen auch noch die Zeit, ne? Das ist gar kein Problem. Ups. Ladescreen geht immer zur falschen Zeit zu Ende. Okay, wir werden uns da auf jeden Fall hinschleichen. Und dann aber mit dem hier. Wir haben noch ordentlich Munition dafür, ne? Wir sollten auf jeden Fall viel mehr davon herstellen. Wir sollten öfters jetzt mit der Waffe rumlaufen. Wenn wir uns jetzt schon demnächst Blei organisieren, dann können wir uns auch gleich Munition dafür organisieren. Muss halt nur irgendwie meine Powerrüstung ausgraben, sobald ich angegriffen werde. So. Natürlich muss ich hier rein, wo die ganzen Penner drin sind. Ach, ein Gitarrenschwert. Ey! Ich hab's auseinandergenommen. Wollt ihr mich verarschen? In den Arsch. Das ist echt die beste Waffe, die wir momentan ausgraben können. Wie viel Schaden macht die derzeit? Immer noch 130, ne? Ich glaube, das ändert sich auch nicht. Es sei denn, wir gehen auf Perks, die das erweitern. Hm.
Hör auf, die Dosen zu schießen. Seid ihr irgendwie behindert oder so? Der schießt einfach in die Luft. Die armen Dosen. So, Raketen nehme ich diesmal nicht mit. Das nehme ich mit. Ich rette euch Dosen, keine Sorge. Sturmgewehr ist immer gut. Oh, ich sehe die Wackelpuppe. Wollen wir sie haben? Was bringt sie mir? Oh, Schleichen. Na gut. Die Schleichen-Wackelpuppe für eine Stunde schwerer zu entdecken. Das kann nützlich werden. Ich glaube, da war irgendwo eine Tür, die geschlossen war, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß zwar nicht mehr, wo sie war, aber ich weiß, dass sie da war. Oh, aber wie kamen wir da nochmal hin? Wir werden also fürs nächste Level Up mal gucken, ob wir die Waffe hier stärker machen können. Trading Post. Hey, Junge! Bewohner lassen sich gut plündern, aber handeln wir lieber, anstatt uns umzubringen. Ah, Stufe 35, nice. Genau das wollte ich doch. Die Maschinenpistole kann aber weg. Auf welchen Level? Stufe 10, okay. Wenn ich die auseinanderbaue, kann ich dann auch die 150 erreichen? Ich weiß es gar nicht. Ach so, ich mache nur so viel Schaden, weil ich jetzt momentan meine OP-Waffe in der Hand habe. Dies erklärt einiges. Kann ich die hier was verkaufen? Brauchst du den Scheiß? Hier, bitte. Die waren gut, ne? Ja, genau. Loot-Pakete kannst du haben. Abhaut behalte ich. So. Das kann auch weg. Das verdünnte Redex schaue ich weg. Wieso steht da, dass er keine Kronkorken hat? Bekomme ich Kronkorken? Ich hoffe schon. Wie viel bekomme ich dafür? 10. Na gut, die Schleichenwackelpuppe behalte ich vielleicht doch. Aber was hast du so im Angebot? Baupläne, die ich alle bekenne. Eine Datenbank. Kalibrierte Stoßdämpfer. Ah, für die Powerrüstung ist es wahrscheinlich, ne? Blutreiniger hört sich auch gut an. Oh, hier, was für geile Sachen hat er denn hier? Alles für die Powerrüstung wahrscheinlich, ne? Noch irgendwas, was man gebrauchen kann. Ja, komm. Kaufen wir uns Blei. Kann man immer gebrauchen. Ansonsten denke ich nicht, dass er irgendwas hat. Ja gut. Die Schlüsselkarte. Ach so. Jetzt sie unter der Fußmatte versteckt. Ah. Hallo, mein Freund. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Sollte sie jetzt nicht mit mir reden? Ich habe schon wieder den Chassis bekommen. Erforderliches Skill. Ach, komm. Muss ich halt hier eines Tages wieder herkommen. Na gut, wir haben jetzt das Verbindungsgerät endlich. Oh, der geilste Scheiß ist hier nicht. Schade.
Kochmütze, Visier, Ding ins Riechens. Freuen Sie sich schon darauf, auf die Piste zu gehen? Nee, ich freue mich voll drauf, auf die Piste zu gehen. Ja. Komm, Bob. Ein Versuch ist es wert gewesen. So. Was kommt als nächstes? Wir haben jetzt endlich diese Quest beendet. Repariere das beschädigte Verbindungsgerät. Ah. Jetzt können wir das hier machen. Dafür müssen wir zu Top of the World. Nein. Hä? Mir wird's doch gezeigt, dass es in der Richtung ist. Da, wo meine Persönchen hinguckt, ja. Ach. 29 Kronkorken. Warum ist das immer so teuer? Das muss doch einen Perk geben, das Ganze zu verbilligen. Ich weiß, das ist kein deutsches Wort, aber ich bin auch nicht deutsch. Lasst mich in Ruhe. Habe ich das noch nicht gelesen? Aufseher-Logbuch, Bunker der Freien Staaten. Die wird gleich weiterreden. Sam Blackwell und Raleigh Clay. Diese Scheißverräter und ihre Sezessionisten haben sich von Amerika abgewandt, um die Freien Staaten zu gründen. Betonbunker. Damit käme man nie durch eine Vortec-Inspektion für Strahlensicherheit. So viel steht fest. Klingt, als hätten sie ihre Paranoia lang genug aufgegeben, um die anderen Überlebenden um Hilfe zu bitten. Ich muss einfach nur diesen Terminal hacken. Mal sehen, was sie zurückgelassen haben und vorhatten. Habe ich den doch getroffen? Dachte, ich hätte ihn verfehlt. Das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Abbys Aufgabenliste. Habe ich alles erledigt. So, hier kann ich nichts drucken. Oh, was gedruckt? Ich druck einfach noch mehr. So, wo soll ich jetzt hin? Darüber. Hier haben wir auf jeden Fall alles gelesen. Das weiß ich. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich brauchte einfach nur eine Bastelstation. Dafür hätte ich auch nach Hause gehen können. Danke, Spiel, dass du mir gerade so viel Kohle abgezockt hast. Ja, gut. Scheiß drauf. Ich hoffe, es ist hier in der Nähe. Wenn es nicht hier in der Nähe ist, dann raste ich sowieso aus. So. Eine Sache muss ich vorher noch machen. Obwohl, nein, muss ich nicht. Machen wir gleich. So. Wähle auf dem verbrannten Aufspürsystem Hauptterminal die Option Verbindungsgerät reparieren. Okay. Vielleicht war doch alles richtig. Okay. Ich möchte gerne Munition herstellen. Und zwar 308er Munition. Dann müssen wir die Powerrüstung auseinanderbauen. Ich will die nicht haben. Hey, ist weg. Ich stelle ihm einfach die Powerrüstung hier hin. Okay, sie ist weg. Ja, gut.
Power-Rüstung? Also meine Power-Rüstung, ne? Ich weiß. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich habe nicht gerade die falsche weggeschmissen. Das wäre es doch gewesen, ne? Die ganze Bagger-Rüstung weg. Na gut, hauen wir ab. Achso, ich muss hier hin. Dude? Bist du? Danke. Wenn du das hier hörst, bedeutet das zweierlei. Die gute Nachricht, das Verbindungsgerät funktioniert. Die schlechte, einige der verbrannten Detektoren in der Gegend sind fehlerhaft und brauchen Ersatzteile. Wie ich befürchtet hatte, scheint das Ökosystem des Moores sie stark mitgenommen zu haben. Für die Reparaturen musst du erst zu Raleigh Clays Bunker. Er hat Ersatzmotoren für die Kühler, die die Detektoren trocken halten sollen. Ah, und schreib dir Folgendes auf. R plus P 421. Das ist Raleighs Passwort. Das brauchst du. Wenn du das vergisst oder mehr Informationen benötigst, kannst du jederzeit auf meinem Werkbank-Terminal nachsehen. Da steht alles. Viel Glück. Oh, danke. Nö. Betritt Raleighs Bunker. Aber es müsste die richtige Power-Rüstung gewesen sein. Oh, bitte. Wenn ich gleich die Scheiße aufstelle, oder wie auch man das auch immer ausspricht, und da wirklich nichts dran ist, dann heule ich. Oh, ich bin mir so sicher, weil die keinen Zustand hat. Alles gut. Alles gut. So. Wo geht's hin? Ich bin hier und der zeigt dahin. Ey, da war ich doch schon mal, oder? Nee. Aber wir können hier direkt hin. Oh, und unsere Zeit ist um. Freunde, wir sehen uns in der morgigen Folge wieder hier bei Raleighs Bunker. Und da werden wir dann richtig abgehen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.